Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sehen uns heute Dollar Puffy an, ein Meme-Coin auf dem Solana-Ökosystem, der sich gerade richtig gut entwickelt. Vor allem auf Social-Media-Kanälen wird das Ding gerade extrem gehypt und das ist immer so ein Indikator dafür, dass hier noch was gehen kann. Wir sehen uns dann den DEX-Screener und DEX-Tools nochmal an bezüglich des Kurses. Natürlich auch die Social Media Kanäle Telegram, X und Instagram. Doch ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Jeder will zum Mond, sieht man hier auf der offiziellen Seite, die ich auch übrigens unter dem Video verlinke. Aber der wahre Schatz liegt am Grund des Ozeans. Tauchen Sie ein. Ihr könnt euch hier oben einmal durchklicken durch die Tokenomics, Roadmap, Eigenschaften und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir gehen erstmal darauf ein, wie kauft ihr diesen Meme-Coin? Ganz wichtig, hier braucht ihr eine Solana-Wallet, entweder die Phantom-Wallet, Soulflare und die müsst ihr euch natürlich runterladen. Der zweite Schritt ist, ihr müsst euch Solana kaufen, entweder über eine zentrale Börse und schickt die dann dort an eure Wallet oder ihr kauft sie direkt auf der Wallet über Kreditkarte oder über USDT. Das könnt ihr dann selber entscheiden. Dann tauscht ihr natürlich nur noch Solana gegen Puffy und ihr seid schon Besitzer und seid dabei und könnt vom Hype profitieren. Hier unten findet ihr auch die Adresse, wenn ihr da irgendwie Probleme habt, den richtigen Meme-Coin zu finden, weil es gibt dann meist noch irgendwie andere, die ähnlich heißen und man kauft versehentlich den ein oder anderen falschen, ist mir persönlich auch schon passiert. Von daher geht am besten über die Adresse oder über DEX-Screener. Das verlinke ich euch dann auch nochmal unter dem Video. Wir sehen uns natürlich die Tokenomics an. Gesamtversorgung 444 Milliarden Token. 100% werden hier im LG gebrannt. Das hört sich schon mal sehr gut an. Weiter unten wird nochmal erklärt, wie diese ganze Sache auch vermarktet wird. Dieser Memecoin ist auf jeden Fall safe von Solana geprüft. Also der läuft über das Solana-Ökosystem. Von daher kann man sich schon mal relativ sicher sein, dass hier nicht eure Wallet leergeräumt wird. Trotzdem für solche Fälle, gerade für Memecoins, legt euch nochmal einen zweiten Account in eure Wallet an, um da auf Nummer sicher zu gehen. Unterstützung durch hochrangige KOLs, Schlüsselmeinungsleiter, übersetzt auf Deutsch, Marketing auf verantwortungsvolle Weise. Puffy wird den Großteil seines Marketingbudgets verwenden, um die besten, kühnsten und lautesten KOLs für maximale Expansion und Traffic zu generieren und da das meiste Geld ausgeben. Das Ziel ist es, Spaß zurück auf die Meme-Token zu bringen. Meme-Münzen müssen nicht stressig sein. Dollar Puffy bringt den Spaß mit einzigartigen, unterhaltsamen, aber berechneten Segmenten zurück in diesen Raum. Also hier wirklich kein Utility-Token, kein Anwendungsfall. Allein diese Meme-Fisch soll es machen und natürlich der Hype, der hier noch generiert wird. Denkt an zum Beispiel Sachen wie Milkbag, die natürlich einen Anwendungsfall haben, aber ähnlich gestartet und da kann wirklich sehr, sehr viel gehen. Haftungsausschluss auf der Seite, auch das muss man dazu sagen. Die Informationen auf dieser Webseite dienen nur zu Unterhaltungszwecken und stellen keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigenen Recherchen durch und konsultieren Sie einen Finanzberater. Also ja, natürlich, wenn wir in Memecoins investieren, vorher den Finanzberater. Der wird euch was husten und sagen, natürlich nicht in Memecoins investieren. Also wie gesagt, einzig und allein ein ganz normaler Memecoin. Hochrisikohaft, das sollte jedem klar sein. Aber ich denke, hier ist die Chance auf jeden Fall sehr, sehr gut Prozente mitzunehmen. In den letzten 24 Stunden sind wir zwar 16% im Minus, aber das schwankt natürlich bei Memecoins extrem. Wir sehen uns das hier natürlich mal auf DEX-Tools an, nach dem Start natürlich erstmal sehr, sehr gute Raketen nach oben, immer wieder starke Candles dabei, aber das wird dann vom Marketing immer wieder aufgefangen und momentan sehen wir hier eine ganz, ganz dicke rote Candle, aber ich bin überzeugt,
dass die Liquidity hier von 868.000 US-Dollar noch um einiges steigen wird und auch die Market Cap gut und gerne Richtung 100 Millionen gehen kann. Sagen wir erstmal 50 Millionen, um da ein kleines, ein kleineres Ziel zu stecken. Auch das 24-stündige Handelsvolumen von 1,15 Millionen, das darf man bei so einem kleinen Projekt nicht außer Acht lassen, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Auch hier auf Deckscreener, hier könnt ihr euch auch nochmal hier oben die Token-Adresse kopieren, wenn ihr euch da unsicher seid. Auch den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sieht man, 1854 sind positiv, 186 Leute sehen hier sehr, sehr viel Potenzial. Einzig und allein 32 sind hier nicht so positiv gestimmt, seht ihr hier an dem kleinen Codehaufen. Auch den X-Kanal checken wir mal ab. 7897 Follower, also noch wirklich gar nicht viel los. Und an dieser Anzahl sieht man auch, wie frisch dieses Projekt ist und was dann noch möglich ist. Powered by Solana, auch nochmal ganz wichtig, die Solana Meme Coins für mich auch dann im nächsten Meme Coin Run, der immer wieder auftreten kann. Auch egal, wie sich gerade der Kryptomarkt bewegt, kann es immer wieder Meme Coin Runs geben. Finde ich persönlich, kann man sich hier früh genug positionieren, um da dann den Hype eventuell mitzunehmen. Checkt auch gerne mal den Instagram-Kanal ab. Puffy Meme Token, 1705 Follower, auch das ist noch nichts. Oder auch den Puffy Community Telegram-Kanal mit immerhin schon 5203 Membern. All das ist verlinkt hier unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr euch Dollar Puffy mal anschaut. Wie gesagt, High Risk entscheidet im Endeffekt selber. Es ist ein Meme-Coin, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe ihn mir mal ins Portfolio geholt, weil ich da doch viel Potenzial sehe. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und Peace.